Ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Teil der Vorlesung Instrumente der Logistik. Mein Name ist Stefan Lingerkus. Ich bin Dozent für Logistik und Supply Chain Management an der ZHAW School of Engineering am Institut für nachhaltige Entwicklung. Im ersten Teil dieser Vorlesung hatten wir die Kapitel 1 und 2 logistische Herausforderungen sowie Portfolioanalyse behandelt. Hier im dritten Teil folgt nun die ABC-Analyse als universelles Strategietool. Die ABC-Analyse dient als sehr starkes und häufig verwendetes Instrument zur logistischen Planung und Entscheidungsvorbereitung der Ermittlung von wertmäßig verteilten und klassifizierten Eigenschaften, zum Beispiel von Umsätzen mit Kunden oder Lieferanten oder auch nach Warengruppen, nach Lagervolumen, nach Lagerhäufigkeit, Verbrauchshäufigkeit, Lagerbestand, in Mengen, in Volumen, in Gewicht, nach Produkten, nach Aufträgen, nach Umschlagshäufigkeiten und so weiter. Die ABC-Analyse ist universell in verschiedenen Kontexten einsetzbar. Sie lenkt die Aktivitäten auf den Bereich mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Das heißt, sie hilft uns schwerpunktmäßig effektiv an den richtigen Produkten, Kunden, Warengruppen zu arbeiten. Die Anwendung, ein paar Beispiele hatte ich schon genannt, ist die Bestimmung der wichtigsten Kunden oder Produkte oder Lieferanten für unseren Umsatz, die Bestimmung von Umschlagshäufigkeiten im Lager und damit die optimale Lagerplatzzuordnung, die Bestimmung von Lagerverteilungen verschiedener Sortimente, Artikelgruppen und so weiter. Die ABC-Analyse gehört zu den quantitativen Instrumenten der Entscheidungsfindung und basiert auf Daten. Bei der Vorgehensweise zur Analyse, Erstellung einer ABC-Analyse kommt als erstes die Festlegung der Bewertungskriterien. Was wollen wir untersuchen? Zum Beispiel wollen wir unsere Kunden nach Umsätzen analysieren oder wir wollen unsere Produkte nach verschiedenen Märkten analysieren. Also wir legen die Bewertungskriterien fest. Im zweiten Schritt werden die Einzeldaten erhoben, beziehungsweise heutzutage, wo wir in vielen Unternehmen Enterprise Resource Planning Systeme einsetzen, also Business Software, mit denen die Geschäftsprozesse abgewickelt werden, werden diese Einzeldaten aus dem ERP-System herausgelesen. Im dritten Schritt werden die Artikel nach ihren Wertigkeiten ermittelt und dann in eine Reihenfolge gebracht. Diese Reihenfolge wird anschließend kumuliert übertragen. Das heißt, wir ordnen die Artikel in einer kumulativen Reihenfolge an. Der Artikel oder der Kunde mit dem größten Anteil zuerst, dem zweitgrößten Anteil, dem drittgrößten und so weiter bis zum kleinsten Anteil. Auf die Weise erhalten wir die Pareto-Kurve. Nach Erhalt dieser Pareto-Kurve erfolgt die Einteilung in A, B und C Wertgruppen, wobei die A-Teile die wichtigsten Artikel, die B-Teile die zweitwichtigsten Artikel und die C-Teile die am geringwertigsten, am wenigsten wichtigen Wertgruppen entsprechen. Das stellen wir am Ende auch grafisch dar, damit wir uns auch visuell ein Bild über die Verteilung der ABC-Kurve machen können und leiten aus dieser Erhebung nun unsere Handlungsstrategie ab. Das ist ganz zentral. Die Handlungsstrategie ist ja eigentlich das Ziel. Darum ist immer am Schluss die Frage zu beantworten, was machen wir nun mit dieser Erkenntnis?
Also in diesen 7 Schritten erfolgt die Durchführung einer ABC-Analyse und diese Schritte sind auch einfach in der Praxis anzuwenden. Ich wiederhole, in der ABC-Analyse untersuchen wir zum Beispiel die Verbrauchsstruktur von Artikeln nach Werten, nach absoluten Werten. Demgegenüber arbeiten wir in der XYZ-Analyse mit der Variabilität, also den Schwankungen, die eine Nachfrage, ein Verbrauch oder ein Markt auszeichnet. Also wenn wir in der ABC-Analyse von Werten sprechen, dann müssen diese Werte nicht zwangsläufig Franken oder Dollar oder Geldwerte sein. Es können natürlich auch Mengenwerte sein. Es können auch Verbrauchswerte darstellen. Also es sind jedenfalls Zahlenwerte. Hingegen in der Verbrauchsstruktur der XYZ-Analyse arbeiten wir mit Schwankungen. Die sind natürlich auch in Zahlenwerten ausgedrückt. Die werden eben, das sehen wir nachher dann, durch den Variationskoeffizient charakterisiert. Wenn wir in der ABC-Analyse unsere 7 Schritte durchgeführt haben, dann teilen wir die Artikel in die A-Kategorie ein, die einen besonders hohen Wertanteil am Gesamtverbrauch oder Gesamtumschlag ausmachen. Der Faustregel nach sind A-Artikel circa 20% unserer Artikel, die einen Gesamtwert von etwa 80% der Gesamtheit repräsentieren. B-Artikel sind unsere durchschnittlich am Verbrauch beteiligten Artikel und wir gehen standardmäßig davon aus, dass etwa 30% der Artikel unseres Sortiments etwa 15% der Gesamtheit ausmachen. Kumuliert sind also A- und B-Artikel 50% der Gesamtzahl der Artikel mit einem Anteil von 80 plus 15, 95% des gesamten Verbrauches, der Nachfrage oder des Umschlags. Somit bleiben für C-Artikel die geringwertigen, einfachen Norm-, Standardteile und Hilfsstoffe übrig mit einem Anteil von ca. 50% an der Gesamtheit der Artikel machen diese lediglich 5% des Gesamtverbrauches oder des Gesamtumschlages aus. Daraus resultiert, A-Teile werden besonders sorgfältig bewirtschaftet aufgrund ihres hohen Wertes. Hier geht es darum, die Kosten tatsächlich optimal zu bewirtschaften. C-Teile, etwas salopp ausgedrückt, sollte niemals knapp werden oder gar ausgehen. Wir wollen also Fehlteile vermeiden. Das heißt, im C-Teile-Management kommt es vor allem auf die Prozesskosten an. Dazu schauen wir nun gemeinsam ein Beispiel an, bevor ich Sie nachher bitte, eine Aufgabe zu lösen. Im Beispiel geht es um die Vorratspolitik eines Unternehmens, der Logistik GmbH. Sie sollen jetzt ausgewählte Materialien klassifizieren. Wir haben nachher, sehen wir das, 10 Artikel. In den Artikeln, die Artikel sind mit ihren Artikelnummern oder Materialnummern bezeichnet. Wir sehen den mengenmäßigen Verbrauch dieser Artikel je Periode. Wir sehen ihren Einzelpreis und aus dem Einzelpreis multipliziert mit dem Materialverbrauch können wir die Gesamtkosten des einzelnen Artikels ermitteln. Erläutern Sie nun zunächst die Grundidee und das Vorgehen in der ABC-Analyse. Führen Sie eine Materialklassifikation der ABC-Analyse durch. Wie ordnen Sie das Material welcher Wertgruppe zu? Und dann werden wir die Ergebnisse gemeinsam interpretieren. Hier nun unsere 10 Artikel. Repräsentiert durch die Artikelnummern 1 bis 10. Unser Materialverbrauch der Periode in Stück und unser Materialpreis je Mengeneinheit in Franken bzw. hier in Euro.
der Lösungsweg. Wir wollen wissen, wie hoch der Anteil einzelner Artikel an dem Gesamtvolumen ist. Wir ermitteln also die Gewichte im ersten Schritt. Ja, der erste Schritt, wir ermitteln die Gewichte, Material, Preis mal Verbrauch. Im zweiten Schritt sortieren wir die Artikel absteigend nach ihrem Gesamtverbrauch und den dazugehörigen Kosten, Jahreskosten. Wir tragen die Artikel auf der X-Achse ein, entsprechend dieser Reihenfolge. Auf der Y-Achse tragen wir die Gewichte der einzelnen Artikel kumuliert ein, verbinden nun diese Punktwolke zu einer Linie als Pareto-Kurve und erhalten eine degressiv steigende Kurve, wobei die A-Artikel etwa 20% der Gesamtartikel mit 80% des Gesamtverbrauches oder Gesamtumsatzes ausmachen, B-Artikel ca. 30% der Gesamtzahl mit 15% des Umsatzes und C-Artikel die zweite Hälfte des Sortiments mit den verbleibenden 5% des Gesamtumsatzes. Also Schritt 1, Bewertungskriterien festlegen, Materialumsatz nach Artikel eintragen in die Grafik. Schritt 2, Erheben der Daten bzw. Verarbeiten der vorhandenen Daten in der Aufgabenstellung. Die Schritte 3 bis 6. Wir ermitteln nun die Wertigkeiten und die Reihenfolge der kumulierten Werte. Der Verbrauch der Periode jedes Artikels. Da sehen wir, dass Artikel Nummer 5 mit 661.200 Euro den größten, mit Abstand größten Verbrauch darstellt. Artikel 2 folgt mit 64.000 Euro, Artikel 1 mit 44.816 Euro. Und nun gehen wir hier die Reihe weiter bis zu Artikel 9, der Schlusslicht bildet mit 2.640 Euro Verbrauch. In der zweiten Spalte, in der zweiten Rechnung, als nächsten Schritt kumulieren wir diese Verbrauchswerte, das heißt, Artikel 5 als erstes hat seinen eigenen Wert. Der Artikel 2 als zweites ergibt sich aus den 661.000 von Artikel 1 plus den 64.000 von Artikel 2, macht zusammen 725.200 plus die 44.816 von Artikel 3. Ergibt 770.016 Euro und so weiter, bis wir bei Artikel 9 angekommen, den Gesamtverbrauch oder Gesamtumsatz mit 852.479 Euro aufkumuliert haben. Wir sehen nun, dass Artikel 1 alleine 77,6% des Verbrauchs in der Periode, des kumulierten Verbrauchs in der Periode repräsentiert. Artikel 1 und 2 zusammen 85%, Artikel 1, 2 und 3 zusammen 90% mit und bis und mit dem viertmeisten Artikel 94% bis und mit des fünftmeist verbrauchten Artikels 96% und so weiter, bis wir bei 100% ankommen. Nach der Regel 80% für A-Artikel, 15% für B-Artikel und die restlichen 5% für C-Artikel teilen wir nun die Reihenfolge in ABC-Teile auf und wir sehen, A-Artikel sind hier bei uns die Artikel 5 und 2 mit zusammen 85%, B-Artikel, 3 Artikel an der Zahl sind die Artikel 1, 10 und 7 mit 90, 94 und 96% kumuliert und C-Artikel sind die verbleibenden 5 Artikel unseres Sortiments, die zwischen 97,7 und 100% kumuliert ausmachen. Im siebten Schritt erfolgt die Erstellung der Grafik des Diagramms. Wir sehen also hier, Artikel A macht 77,6% aus, Artikel B, C und so weiter kumuliert sich die Kurve bis auf 100%.
Wenn wir also die klassische Lehrbuchverteilung vornehmen, wie sie vorhin in der Lösung auch schon gezeigt wurde, dann sind zwei Artikel unsere A-Artikel, es sind drei Artikel B-Artikel und es sind fünf Artikel C-Artikel. Jetzt fällt Ihnen sicherlich auf, dass der Artikel mit dem meisten Verbrauch, der macht allein 77,6% am Gesamtverbrauch aus, währenddessen die anderen Artikel, wie wir hier sehen, zwar ein degressives Mengenanteil aufweisen, aber in ihrer Charakteristik dem A-Artikel nicht so sehr ähneln. Genau genommen der Artikel mit dem zweitmeisten Verbrauch, hier Artikel 2, der ähnelt viel mehr dem drittmeisten Artikel als dem meistverbrauchten Artikel. Und so würde ich in einer wirklichkeitsnahen Einteilung dieses Diagramms wie folgt vorgehen. In diesem Beispielfall, in diesem Case, würde ich also nur einen Artikel zu einem A-Artikel erklären mit einem Anteil von 77,6%. Ich würde weitere drei Artikel mit 16,6% kumuliertem Verbrauch zu B-Artikeln machen und die C-Artikel mit einem kumulierten Verbrauch von 5,8% anschließen. Also ein A-Artikel, drei B-Artikel und sechs C-Artikel klassifizieren. Wenn nun dieser Verbrauch je Periode synonym ist mit dem Umsatz der Produkte an unsere Kunden, was fällt Ihnen bei Betrachtung dieses Bildes auf? Hier fällt uns auf, dass ein einziger Artikel in unserem Sortiment, ja, ein einziger Artikel mit insgesamt 77% Verteilung am Gesamtverbrauch einen sehr hohen Anteil hat, einen außerordentlich hohen, überproportionalen Anteil hat. Und wenn dies der Umsatz oder der Verbrauch eines einzigen Kunden darstellen würde, dann wäre das sicherlich ein Klumpenrisiko oder Clusterrisiko, was wir ins Auge fassen müssen. Und die anderen Artikel verteilen sich gleichmäßig auf verschiedene andere Kunden. Wenn der Kunde mit dem A-Artikel ausfällt, hat das Unternehmen ein ernsthaftes Problem. Hingegen der Ausfall eines Artikels oder eines Kunden hinter den Artikeln aus dem B- und C-Sortiment wäre für unser Geschäft nicht annähernd so gravierend und einfacher zu verkraften. Das heißt, wir sind hier schon in Schritt 8, Strategien entwickeln. Ja, wenn also tatsächlich hier ein Kunde so dominant ist, ist die Frage, wie können wir diesen Kunden entweder mit langfristigen Verträgen auch längerfristig binden oder wie können wir für diese oder ähnliche Produkte alternative Kunden gewinnen, um die Abhängigkeit von einem Kunden zu verkleinern. Am Ende der Skala, wenn wir hier Artikel haben, die wir verkaufen und produzieren oder beschaffen, mit einem außerordentlich geringen Umsatzanteil, lohnt es sich überhaupt, diese Artikel im Sortiment zu behalten? Oder er bietet sich nicht an, einzelne Artikel auch auszufasieren, von der Liste der Verkaufsprodukte zu nehmen oder durch andere Produkte zu ersetzen? Zusammengefasst zur ABC-Analyse. Die Vorteile liegen auf der Hand. Diese ABC-Analyse ist sehr einfach durchführbar. Sie ist universell einsetzbar und führt zu sehr übersichtlichen und klar argumentierbaren Ergebnissen. Die Nachteile sind eine sehr grobe Klasseneinteilung. Es hat sich durchgesetzt, dass wir nur drei Klassen bilden, nämlich A, B und C. Das gibt eine Verdeutlichung der einzelnen Bereiche. Bedingt aber auch, dass teilweise Grenzfälle, wie wir es gerade gesehen haben, besonders interpretiert werden müssen. Und natürlich die ABC-Analyse als quantitatives Instrument basiert auf Daten. Die müssen also entweder bereits vorhanden sein oder aber es muss möglich sein, diese mit einfachen Mitteln zu erheben. Im nächsten vierten Kapitel folgt nun als Variante der ABC-Analyse die XYZ
Analyse. Wir hatten vorhin festgestellt, die ABC-Analyse untersucht Verbrauchsstrukturen von Produkten oder Artikeln nach Werten. Jetzt kommt die XYZ-Analyse, in der die Verbrauchsstruktur von Artikeln nach deren Variabilität, sprich nach den Schwankungen der Nachfrage oder des Verbrauchs, klassifiziert wird. Wofür ist dies von Bedeutung? Nun, Artikel, die einen sehr stabilen Verbrauch oder eine stabile, gleichmäßige Nachfrage aufweisen, sind in der Produktionsplanung oder Beschaffungsplanung sehr viel einfacher zu steuern als Artikel mit einer sehr stochastischen, zufallsbedingten Nachfrage. Da haben wir ganz andere Anforderungen an die Planung und Steuerung unseres Wertschöpfungsprozesses. Zudem gibt es häufig Artikel oder Produkte mit saisonalem Verlauf, Verbrauchscharakter, nicht zuletzt der Sammelklaus und der Osterhase, Wintersportartikel, Sommersportartikel, Gartengeräte und was auch immer, Sportgeräte, die saisonalen Schwankungen unterliegen, erfordern ebenfalls eine andere Planungs- und Produktions- bzw. Beschaffungskonzeption als Artikel mit gleichmäßiger Nachfrage wie Spaghetti oder Reis oder Motoröl oder Treibstoff. Nun, in dem Fall sagen wir, die X-Güter sind die Artikel mit einem konstanten Verbrauch. Die Y-Güter sind die Artikel, die geringfügigen systematischen Schwankungen, saisonal bedingten Schwankungen häufig unterliegen. Und die Z-Güter sind die Artikel, die einen stark stochastischen, stark schwankenden, zufällig schwankenden Verbrauch ausmachen. Der Grad der Vorhersehbarkeit ist insofern korreliert mit der Planbarkeit des Verbrauches, der Nachfrage, der Wiederbeschaffung oder der Produktion eines solchen Gutes. Wie gehen wir bei der XYZ-Analyse vor? Grundsätzlich gehen wir analog der ABC-Analyse vor. Wir haben einen Datensatz, den wir auswerten. Und nun haben wir allerdings zusätzlich die Aufgabe, den Variationskoeffizienten, ausgedrückt in Prozent, zu ermitteln. Den Variationskoeffizienten einer Verteilung ermitteln wir wie folgt. Der Variationskoeffizient Vx einer Verteilung von Produkten x ist gegeben aus dem Quotient von der Standardabweichung Sx geteilt durch x quer oder x Schlange, dem Mittelwert des Verbrauches oder der Nachfrage. Sie erkennen sofort, wenn wir hier den Variationskoeffizienten als Quotient aus Standardabweichung und Mittelwert ermitteln, haben wir einerseits die normierte quasi prozentuale Wertgröße und andererseits unterstellen wir, wenn der Variationskoeffizient über die Standardabweichung ermittelt werden kann, dass wir hier eine Normalverteilung zugrunde liegen haben, was natürlich in der Realität nicht immer wirklich der Fall ist, sondern häufig auch auf einer Annahme beruht. Gemäß der Methode der kleinsten Quadrate ergibt sich die Standardabweichung als Wurzel aus der Summe der einzelnen Abweichungen, der einzelnen Beobachtungswerte vom Mittelwert zum Quadrat, welcher wiederum aufsummiert wird von i gleich 1 bis n über sämtliche Beobachtungen, sprich Verkaufs- oder Beschaffungsereignisse, Verbrauchsereignisse und dann durch die Anzahl n geteilt eine solche Standardabweichung berechnet wird, indem wir aus dieser zunächst quadrierten Größe nun wieder die Wurzel ziehen, die positive Wurzel im Übrigen. Sie erinnern sich hoffentlich, dass diese Methode der kleinsten Quadrate dazu dient,
positive und zu vermeiden, dass positive und negative Abweichungen der Einzelbeobachtung vom Mittelwert sich nicht gegenseitig eliminieren können. Und nun reden wir bei der XYZ-Analyse davon, dass sehr grob und sehr standardisiert ausgedrückt X-Artikel etwa 20% des Sortiments mit einem Variationskoeffizienten von kleiner 20% ausmachen. 50% der Artikel einen Variationskoeffizient von bis zu 50, zwischen 20 und 50% ausmachen. Und das bezeichnen wir als Y-Artikel. Und der Rest an Artikeln mit einem größeren Variationskoeffizient entsprechend als Z-Artikel klassifiziert werden. Diese Verteilung hängt allerdings sehr stark davon ab, wie sich meine Verteilung tatsächlich ergibt. Habe ich eine eher lineare oder eine eher degressive oder progressive Pareto-Kurve der Standardabweichungen bzw. Variationskoeffizienten, kann diese Verteilung auch anders aussehen. Wenn Sie die Ermittlung des Variationskoeffizienten nachvollziehen möchten, finden Sie auf den nächsten Seiten dazu die mathematische Herleitung. Und da wir ihn also normieren über die Standardabweichung und die durch den Mittelwert geteilten Variationskoeffizient, erzielen wir diese Prozentangaben. Die Vorgehensweise bei der XYZ-Analyse ähnelt der bei der ABC-Analyse. Hier müssen wir allerdings zunächst den Variationskoeffizienten für jeden einzelnen Artikel bestimmen. Das heißt, wir müssen zunächst in unserer Datenbasis nicht nur den Gesamtverbrauch eines Jahres oder den Gesamtumsatz eines Jahres, wie wir ihn bei der ABC-Analyse ausgewertet haben, kennen, sondern nun müssen wir sämtliche Einzelzugriffe, also sämtliche Bestellungen, sämtliche Nachfragen, sämtliche Verbrauchspunkte über das Jahr kennen, in einer Punktwolke darstellen und daraus zunächst die Standardabweichungen ermitteln und aus denen dann in der Formel, wie vorhin dargestellt, den Variationskoeffizienten. Das heißt, hier müssen wir einen Schritt mehr tun. Teilweise ist es möglich, aus dem ERP-System die Standardabweichung oder auch sogar den Variationskoeffizient mit Hilfe eines Analysetools direkt zu ermitteln und ebenso wie die Artikelnummer auszuwerten. Das wäre sehr schön, wenn das im Regelfall passiert, aber das sind eher die kompetenten ERP-Systeme, die das erlauben. Danach folgt die Sortierung unserer Artikel nach aufsteigendem Variationskoeffizient, analog der ABC-Analyse, wo wir die kumulierten Verbräuche aufgeschrieben haben. Und dann stellen wir nun grafisch dar und ermitteln, was sind die X, die Y und die Z-Bereiche bzw. Sortimente. In dem Beispiel, was wir hier sehen, haben wir eine eher, ich sage mal, progressive Verteilung. Wir haben also 10% Variationskoeffizient als Maximalwert für 55% unseres Sortimentes, also mehr als die Hälfte unseres Sortimentes weist einen Variationskoeffizient von unter 10% oder maximal 10% auf. Das bezeichnen wir dann als X-Artikel. Weitere 32% mit kumuliert 87% des Sortimentes weisen einen Variationskoeffizient von zwischen 10 und 25% aus. Das sind unsere Y-Artikel und die restlichen 13% der Artikel mit einem Variationskoeffizient von größer 25% machen in dem Fall unsere Z-Teile aus. Das heißt, wir können hier ablesen, dass etwa 55% unserer Artikel als X-Artikel verhältnismäßig gut vorhersehbar sind. Zur XYZ-Analyse
Und ABC-Analyse, hier ein weiteres Beispiel. Wir haben wieder 10 Artikel, nummeriert von 1 bis 10 mit unseren Artikelnummern, ähnlich wie vorhin. Wir haben hier einen durchschnittlichen Verbrauch oder Gesamtverbrauch der Periode als arithmetisches Mittel, als Mittelwert bereits ausgedrückt. Wir kennen in dem Fall die Standardabweichung. Die Daten sind hier bereits vorgängig erhoben. Wir kennen unseren Stückpreis und wir kennen unseren Gesamtbeschaffungswert pro Periode, nämlich im Beispiel von Artikel 1, 200 Stück mal 10 Euro pro Stück gibt einen Jahresverbrauch von 2000 Euro. So wissen wir das dann für alle 10 Artikel. Dazu finden Sie eine Übungsaufgabe im Excel auf Moodle zum Download für Sie. Und ich bitte Sie, für diese Aufgabe analog dieser Datentabelle, Sie finden dort die gleichen Zahlenwerte wie hier, bearbeiten Sie bitte zunächst eine ABC-Analyse, wie auch dann eine XYZ-Analyse. Nehmen Sie sich bitte Zeit für diese Übungsaufgabe und halten Sie das Video hier an, bevor Sie sich gleich die Musterlösung anschauen, die Sie übrigens dann auch auf Moodle finden werden. Selbstverständlich dürfen Sie auch diese Übung gerne in Ihrer Lerngruppe im Team zusammen bearbeiten. So, hier nun also die Lösung zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, Sie haben zunächst selbstständig an der Aufgabe gearbeitet. Wir bilden also nun zunächst unsere ABC-Analyse in einem ersten Schritt. Wir haben hier die kumulierten Jahresverbräuche in Euro mit der Reihenfolge Artikel 6, Artikel 10, Artikel 8, 3, 9, 2, 4, 7, 5, 1. Dazu die kumulierten Beschaffungswerte, wie wir das vorhin in dem Beispiel zur ABC-Analyse bereits gesehen haben. Wir bilden nun die kumulierten Prozentwerte des Beschaffungswertes. Der Artikel 6 hat einen Gesamtanteil von 45,83% am Gesamtverbrauch. Artikel 6 und Artikel 10 von zusammen 74% plus Artikel 8 81% plus Artikel 3 86% und so weiter bis Artikel 1, wo dann der kumulierte Verbrauch 100% beträgt. Und wir klassifizieren. In dem Beispiel haben wir 2a-Artikel mit einem Gesamtverbrauch von 74,4%. Da sind wir sehr nah an der Lehrbuchhaltung. Wir haben danach 3b-Artikel mit einem Gesamtverbrauch von den nächsten 15%. Rund 15%, da wir bei 74,4 angefangen haben, enden wir bei 90,8. Und wir haben dann circa 10% für die verbleibenden 5 Artikel, die wir hier zu C klassifizieren. Die Kurve dazu sieht dann so aus. 2a-Artikel mit einem, sagen wir mal, gleichförmigen Verbrauchsstruktur. Die Kurve flacht erst in der B, im B-Abschnitt dieser Kurve ab und wird dann im C-Abschnitt nochmal flacher. Nun kommen wir zur XYZ-Analyse als zweitem Aufgabenteil. In der XYZ-Analyse haben wir nun den Variationskoeffizient ermittelt, nämlich den Quotient aus Standardabweichung geteilt durch Mittelwert. Und hier ergibt sich die Reihenfolge, der kleinste Variationskoeffizient wird bei Artikel 8 ermittelt mit 0,44. Der zweitstabilste Verbrauch ist Artikel 4 mit 1,6%. Dann folgt Artikel 6 mit 4,9% bis zu Artikel 5 mit einem deutlich höheren, gegenüber Artikel 1, 100 mal höheren Variationskoeffizient
von 50,0. Auch da klassifizieren wir wieder auf der X-Achse und wir haben hier jetzt eine Verteilung von X-Artikeln, 5 X-Artikel, wo wir alle Artikel mit einem Variationskoeffizienten von kleiner 10% einteilen. Wir haben dann zwischen 10 und 25% 3 Artikel als Y-Artikel identifiziert und schließlich 2 Artikel mit 39 respektive 50% Variationskoeffizient als Z-Artikel identifiziert. Wenn wir nun die grafische Darstellung der XYZ-Analyse betrachten, dann ergibt sich folgendes Bild. Nach der Lehrbuchverteilung mit den Grenzen bei einem Variationskoeffizienten von 10% und 25% zwischen den Bereichen haben wir 5 Artikel als X-Artikel klassifiziert. Wir haben 3 Artikel als Y-Artikel und 2 Artikel als Z-Artikel klassifiziert. Auch hier sehen wir ähnlich wie auf dem Bild vorhin ein paar Anormalitäten, und zwar hier im Bereich des Übergangs von X zur Y-Abteilung, wie auch hier im Bereich von Y zu Z. Wenn wir also mitsamt dem gesunden Menschenverstand diese Verteilung im Beispiel optimieren, würde ich beliebt machen, dass wir für die X-Artikel die Grenze bei 4,9% legen und nur 3 X-Artikel klassifizieren würden. Für die Y-Artikel würden wir die Grenze bei 16,25% legen und hätten dann in dem Fall auch 3 Y-Artikel und alle Artikel, die hier mit einer Charakteristik von sehr viel größerem Koeffizient liegen, würden wir zu Z-Artikeln erklären. Dies liegt natürlich im Ermessen des Analysten und hängt auch von der Konstellation des Sortiments insgesamt ab. Im Alltag ist es übrigens häufig so, dass in ERP-Systemen ABC und XYZ Kategorien nicht permanent neu berechnet werden, sondern jährlich oder gar im Abstand von 2 Jahren, je nach Stabilität des Sortiments, zugeordnet werden und dann mit einem festen Feldeintrag in der Klassifizierung des Artikelstamms belegt sind, sodass sich die Wiederbeschaffungs- und Planungsstrategien stabil anhand dieser Kriterien durchführen lassen. Teilweise können natürlich auch lieferantenspezifische oder Rohstoffverfügbarkeitsspezifische Aspekte eine solche Einklassifizierung auch beeinflussen. Nun haben wir also hier die in der Praxis häufig angewandte kombinierte X, Y und Z Analyse und wir sehen, dass wir also unsere Artikel, wenn wir sie nach ABC durchgängig klassifizieren, dass wir hier 2 sogenannte AX-Artikel haben, nämlich Artikel 10 und 6, dass wir einen BX-Artikel haben und 2 BY-Artikel, nämlich 9 und 3, und dann unsere C-Artikel mit 2 CX, einem CY und 2 CZ-Artikel auffallen. In der Realität eines produzierenden Unternehmens würde man hier alle AX und BX sowie BY-Artikel als Just-in-Time-Teile verstehen. Die würden also verbrauchssynchron beschafft. Und C-Artikel haben wir schon vorhin kennengelernt. Da geht es darum, Prozesskosten zu optimieren, werden entsprechend in anderen Beschaffungsstrategien, zum Beispiel nach dem Kanban-Prinzip, bewirtschaftet. Das habe ich hier nochmal für Sie in einer etwas anderen Art zusammengestellt. Wir haben also die hohe
Prognosegenauigkeit bei unseren X-Artikeln. Wir haben die niedrigere Prognosegenauigkeit bei unseren Z-Artikeln. Wir haben einen hohen anteiligen Verbrauchswert bei unseren A-Artikeln und einen niedrigen anteiligen Verbrauchswert bei unseren C-Artikeln. Die Artikel mit hoher Aufmerksamkeit in unserem Beschaffungs- oder Produktionsportfolio sind hier unsere, wie gerade schon gesehen, AX, BX und AY-Artikel. Die würden wir entsprechend verbrauchsabhängig steuern. Wir haben am anderen Ende der Skala unsere CY, CZ und BZ-Artikel, wo wir über Vorratshaltung mit einer niedrigeren Aufmerksamkeit operieren. Und schwierig zu managen sind Artikel C-Artikel mit einer hohen Prognosegenauigkeit. Die sind natürlich nicht schwierig zu beschaffen. Da wissen wir, was wir verbrauchen. Aber ganz besonders schwierig sind unsere AZ-Artikel, was hier auch schon markiert ist. Gottlob, in der Praxis kommt eine solche Konstellation eher selten vor, dass ein Artikel mit einem hohen Verbrauchswert einen Z-Artikel darstellt mit einer sehr geringen Prognosegenauigkeit. Also zusammengefasst, wir haben eine Produktorientierung, Beschaffung im Einzelfall mit einer hohen Zuverlässigkeit unserer Supply Chain, Fokus auf Materialkosten im Bereich der AX, AY und BX-Artikel. Und wir haben eine Prozessorientierung, Fokus auf den Prozesskosten bei unseren C-Artikeln, insgesamt C-Artikeln und natürlich insbesondere auch bei denen mit entsprechenden schwankenden Nachfragen. Das nächste Kapitel der Nutzwertanalyse finden Sie dann in Abschnitt 3, Teil 3 unserer Vorlesung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an der Vorlesung Instrumente der Logistik. Fragen, Kommentare und Anregungen können wir dann im Online-Unterricht behandeln.